There are now allegations of widespread corruption. Korruption, mangelnde Aufklärung, über den Vereinten Nationen hängt ein Schleier. The biggest corruption scandal in UN history. Jamais à l'ONU on avait connu un tel scandale. The scandal has spread to the United Nations itself. The UN of turning a blind eye to corruption. Ein Skandal. Ein Riesenskandal. Korruption von globalem Ausmaß. So ein großes Budget hatte die UN noch nie. Unser Problem ist, das Geld schnell genug auszugeben. Bei diesem Skandal handelt es sich um ein humanitäres Hilfsprogramm für die irakische Bevölkerung, welche unter einem brutalen Embargo leidet. Die Sanktionen waren allumfassend. Warum wollte man irakische Kinder verhungern lassen? Man sagte mir, dass es sich um eine perfekt organisierte Korruption handele, um ein Scheinprogramm, unter dessen Deckmantel die Raubritter unseres Planeten ungestört agieren können. Die Botschaft ging an das gesamte Netzwerk von Geschäftsleuten und Diplomaten. Korruption ist in Ordnung. Sie wird stillschweigend geduldet. Auch Schmiergeld und sogenannte Kickback-Zahlungen sind okay. Die UN hat nicht wirklich etwas dagegen. Aber als ich das Programm Öl für Lebensmittel anspreche, scheint sich niemand daran zu erinnern. Ist es Ihnen gleichgültig oder haben Sie es einfach vergessen? Warum dieses eiserne Schweigen bis heute, wo doch die Geldbeträge so astronomisch hoch waren, dass sie fast schon virtuell erscheinen? Ich war entschlossen, die Verantwortlichen ausfindig zu machen. Das irakische Regime versuchte aus dem Programm Profit zu schlagen. Wer hat davon profitiert? Man hat über eine halbe Milliarde Dollar für den russischen Präsidenten gestohlen, für den ersten wie auch den zweiten. Wie funktionieren die Mechanismen in dieser Korruptionsaffäre? Sie brachten Hunderttausende von Dollar Bargeld zur irakischen Botschaft in Genf. Und was ist daraus geworden? Dieses Erdöl war viel eher ein Fluch als ein Segen. Ich reiste von einem Kontinent zum anderen, um Drahtzieher und Zeugen eines Skandals zu finden, der alles bisher Dagewesene zu sprengen scheint. Les accusations d'un journal irakien, Saddam Hussein, aurait récompensé ses soutiens étrangers en distribuant des milliers de barils de pétrole. Une liste de 267 personnes aurait été retrouvée. Ces personnes ont été payées par des commissions prélevées sur des millions de barils de pétrole pendant l'embargo. Die Geschichte beginnt mit dieser Liste. Eine Aufzählung von Personen und Firmen, die Bestechungsgelder aus dem humanitären Hilfsprogramm Öl für Lebensmittel erhalten haben. Die Liste war im Januar 2004 veröffentlicht worden. In einer irakischen Tageszeitung. Ausgerechnet. Bis dahin schlummerte sie in den Kellern des irakischen Ministeriums für Erdöl in Bagdad, das wunderbarerweise von den amerikanischen Bomben verschont geblieben war. Merkwürdig. Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Seit der Veröffentlichung der Liste sind 4 Jahre vergangen. Als erstes stellte ich mir natürlich die Frage, ob dieses Dokument überhaupt echt ist. Und stelle fest, dass es schon seinerzeit an der Authentizität erhebliche Zweifel gab. In Amman treffe ich einen Journalisten, der damals für das irakische Blatt Al-Mada arbeitete, Haider Said. Ich war Redakteur bei Al-Mada, als diese Liste veröffentlicht wurde. Nie hätte ich gedacht, ebenso wenig wie der Gründer der Zeitung Fakhri Karim, dass diese Publikation solch einen Skandal auslösen könnte. Die Dokumente waren echt. Sie stammten aus dem Ministerium für Erdöl. In der Redaktion haben wir jeden einzelnen Namen überprüft. Aber ich möchte ein paar Punkte klarstellen. Zum einen gab es damals im Irak in den ersten 5 oder 6 Monaten oder sogar im gesamten ersten Jahr nach dem Sturz Saddam Husseins einen schwunghaften Handel mit Dokumenten, die das alte Regime betrafen. Es wurde sogar mit Dokumenten der Geheimdienste gehandelt, mit Dokumenten über die Ministerien, den Präsidenten, den gesamten irakischen Staat. Die Liste ist also authentisch und nennt 270 Personen und Unternehmen, die vom irakischen Regime großzügig mit Geldern bedacht wurden. Gelder, die aus einem humanitären Hilfsprogramm der UNO von 1996 stammten. Oil for Food, Öl für Lebensmittel.
Das Programm erlaubte es dem Irak, auf dem Weltmarkt Öl gegen Nahrung, Medizin und weitere humanitäre Güter einzutauschen. So scheint es nur logisch, mit unseren Recherchen dort zu beginnen, wo alles anfing, am Ufer des East River, im Hauptquartier der Vereinten Nationen. Aber vorher sollten wir noch einmal kurz rekapitulieren, vor welchem Hintergrund dieses Programm entstand. Frühjahr 1991. Nach dem Zweiten Golfkrieg beschließen die Vereinten Nationen ein Embargo gegen den Irak, um Saddam Hussein zu stürzen. Eine Maßnahme, die auf Kosten der Bevölkerung geht. Innerhalb weniger Monate verschlechtern sich die Lebensbedingungen dramatisch. Die gesamte Infrastruktur von Transportwesen und Energieversorgung wird zerstört. Die Inflation steigt ins Unermessliche. Schwarze Zeiten für den Irak. Es fehlt an Lebensmitteln und Medikamenten. Die Kindersterblichkeit nimmt sprunghaft zu. Bilder wie von diesen unterernährten Kindern machen die Runde. Die ganze Welt ist entsetzt. Mit Ausnahme von Madeleine Albright, der amerikanischen Außenministerin. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but the price, we think the price is worth it. Ein folgenschwerer Satz. Die Weltöffentlichkeit prangert die Ungerechtigkeit des Embargos an, die Demonstrationen häufen sich. Unter dem wachsenden Druck der Medien reden immer mehr Vertreter der UN-Mitgliedstaaten davon, die Sanktionen zu lockern. Und sie suchen nach einem Weg, um der irakischen Bevölkerung zu helfen. Der Plan, ein humanitäres Hilfsprogramm auf die Beine zu stellen, wird 1991 geboren. Wie sollte dieses Programm ursprünglich aussehen? Das frage ich Colm Lynch, der schon damals Korrespondent der Washington Post bei der UNO war. Es gibt da einen Mann namens Oscar Wyatt. Er ist nicht besonders bekannt, zumindest nicht außerhalb der Vereinigten Staaten, war aber einer dieser alteingesessenen und mit allen Wassern gewaschenen Ölmagnaten in Texas, dessen Beziehungen zu Saddam Hussein bis in die 1970er Jahre zurückreichten. Nachdem seine Aktivitäten im Irak auf Eis gelegt worden waren, erkannte er wohl sehr schnell, welche Möglichkeiten sich nun für ihn auftaten, um wieder ins Geschäft zu kommen. Er sorgte für den notwendigen politischen Rückhalt, um eine Lockerung der Sanktionen zu erwirken, und konnte dann Einfluss auf die Ausarbeitung des Hilfsprogramms nehmen. Das gelang ihm, indem er Ted Sorensen anheuerte, den ehemaligen Berater von Präsident Kennedy und Teilhaber einer Anwaltskanzlei in New York. Sorensen erstellte den Entwurf für das Oil for Food Programm. J'invite le représentant de l'Irak à prendre place à la table du Conseil. Auf der irakischen Seite gibt es einen Mann, der das Hilfsprogramm bestens kennt. Kein Wunder. 1991 war er der irakische UNO-Botschafter, der das Programm stellvertretend für seine Nation aushandelte. Abdel Amir al-Anbari. Warum dauerte es Ihrer Meinung nach so lange, von 1991 bis 1996, um das Programm Öl für Lebensmittel auf den Weg zu bringen? Zum einen wurde es ja nicht sofort ins Leben gerufen, nachdem die Irak-Krise vorbei war. Es wurde erst aufgelegt, als die Weltöffentlichkeit Druck machte, weil die irakische Bevölkerung am Verhungern war. Und zum anderen zögerte die damalige irakische Führung, die Resolution anzunehmen, weil sie dachte, wenn wir erst einmal zugestimmt haben, werden die Sanktionen gegen den Irak nie aufgehoben, solange die Bevölkerung genügend Lebensmittel und Medikamente hat. Am 20. Mai 1996, 5 Jahre nach Verhandlungsbeginn, akzeptiert Saddam Hussein endlich die Bedingungen der UNO. Der Weltsicherheitsrat verabschiedet die Resolution 986 und unterzeichnet das Hilfsprogramm Oil for Food, Öl für Lebensmittel. Das Prinzip ist ganz einfach. Der Irak wird sein Erdöl gegen Güter für den Grundbedarf tauschen. The signature of the memorandum of understanding is a success. This resolution is based on one of the most important objectives of the United Nations, which is to alleviate the problem of poverty, and the poorest of the poor were suffering in Iraq. So it is a humanitarian resolution. And it's a great day for the United States because we were the authors of Resolution 986,
And it, we have made sure that the people of Iraq are assured of the proper provisions, but at the same time, the very tight sanctions regime that has been imposed upon Iraq remains in place. Ein großer Tag für die USA, das kann man wohl sagen. Denn das humanitäre Hilfsprogramm Öl für Lebensmittel wird vom amerikanischen Big Business diktiert, von den Irakern bezahlt und vom Weltsicherheitsrat abgesegnet. Und wie funktioniert das nun im Einzelnen? Unter der Kontrolle der Vereinten Nationen verkauft der Irak sein Erdöl. Aber die Käufer, also die Erdölfirmen, bezahlen nicht direkt. Sie überweisen das Geld auf ein Sperrkonto, das die UNO bei der französischen Bank BNP Paribas eröffnet hat und verwaltet. Der Irak darf dieses Geld ausschließlich für den Kauf von Nahrung und medizinischen Hilfsmitteln verwenden. Sämtliche Transaktionen müssen vom Weltsicherheitsrat genehmigt werden. Das Programm ist so umfassend, dass die UNO für seine Umsetzung eine eigene Verwaltungsstruktur aufbauen muss. Das OIP, das Büro für das Irak-Programm. An seiner Spitze steht der UN-Untergeneralsekretär Benon Sevan aus Zypern. Er kennt den Irak und vor allem Tariq Aziz und Saddam Hussein. Sehr schnell wird das OIP zum Staat im Staat. Und Kraft seiner neuen Funktion stellt Benon Sevan den damals 24-jährigen Michael Susan ein, der die Irak-Hilfe von Anfang an mitorganisiert. Das war das größte Budget, das die UNO jemals für ein humanitäres Hilfsprogramm hatte. Unser Problem war, das Geld schnell genug auszugeben und nicht wie sonst die Geldknappheit. Die Beträge, die wir im Auftrag der UNO auf dem Konto bei der BNP Paribas verwalteten, gingen bei den Ölverkäufen phasenweise in die Milliarden Dollar. Das war zehnmal so viel, wenn nicht sogar mehr, wie das Budget, das unsere Organisation selbst zur Verfügung hatte, nämlich 2 Milliarden Dollar. Zunächst ist Öl für Lebensmittel als kurzfristiges Programm von 3 Phasen zu je 6 Monaten geplant, das bei Bedarf verlängert werden kann. Schließlich werden daraus 13 Phasen, also knapp 7 Jahre. In dieser Zeit wird Erdöl im Wert von 64 Milliarden Dollar verkauft. Das OIP ruht auf 2 Säulen. Eine davon überwacht den Erdölverkauf, die andere ist für den Einkauf von Hilfsgütern zuständig. Darko Mocibob, ein Serbe, gehört zu denen, die den Einkauf kontrollierten. Das Programm durchlief 13 komplette Phasen und wurde in dieser Zeit immer größer und komplexer. Ständig kamen weitere Sektoren hinzu, komplizierte Bereiche wie zum Beispiel Stromversorgung, Abwasserverwaltung, bessere Ausbildung. Das OIP schloss Verträge ab, bei denen es um 2-stellige Millionenbeträge ging, zum Beispiel für ein komplettes Kraftwerk. Mir wird klar, dass das Hilfsprogramm schnell Proportionen annahm, die sich niemand vorgestellt hatte. Und die Bürokratie in New York wuchs entsprechend mit. Auch vor Ort überwachen UNO-Mitarbeiter die Umsetzung des Programms, angeführt von Hans von Sponeck, einem deutschen Diplomaten. Er hat sein ganzes Berufsleben der UNO gewidmet. Und seine Einsätze in diversen afrikanischen und asiatischen Staaten gaben nie Anlass zu Kritik. Ich treffe ihn in Süddeutschland, wo er sich zur Ruhe gesetzt hat. Ich habe viele UNO-Kollegen getroffen und alle erzählten das Gleiche. Wir haben hier einen enormen humanitären Auftrag zu erfüllen, bekommen aber dafür weder eine adäquate Unterstützung noch finanzielle Mittel. Und werden zudem noch mit einer entsetzlichen Bürokratie konfrontiert, die festlegt, unter welchen Bedingungen die sogenannte humanitäre Hilfe in den Irak gelangen soll. Ich sage absichtlich sogenannte, denn als UN-Koordinator war ich für ein Programm verantwortlich, das keinen einzigen Dollar von internationaler Seite bekam. Die Iraker haben alles selbst bezahlt, mit dem Öl, das sie verkaufen durften. Was also war dabei humanitäre Hilfe? Erster feiner, aber wichtiger Unterschied: Der Irak finanziert seine humanitäre Hilfe aus eigener Tasche. Zum ersten Mal seit ihrer Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg organisiert die UNO ein Programm
für dessen Budget sie nicht selbst verantwortlich. Öl für Lebensmittel. Wie sieht das für die Iraker eigentlich aus? Wir fahren wieder nach Amman in Jordanien, wo heute eine große irakische Gemeinschaft lebt. Einige von ihnen hatten unter Saddam Hussein wichtige Posten inne. Und einer wiederum spielte in dieser Geschichte eine Schlüsselrolle, Dia al-Bakkar. Er war damals Direktor der SOMO, der staatlichen Ölvertriebsgesellschaft des Irak, stand in der Machthierarchie also ganz oben. Er ist zu einem Gespräch bereit. Zu Anfang ging es nur um eine Rettungsaktion für das irakische Volk, eine 6-monatige Rettungsaktion, denn danach musste sie ja stets für weitere 6 Monate verlängert werden. Und alle 6 Monate dachten wir, nach dieser Phase ist Schluss. Alle Iraker dachten das, auch wir Beamte. Jeder hoffte, dass uns das Programm Vorteile bringen würde. Und die schwere Bürde, die uns mit den Sanktionen von 1990 bis 1996 auferlegt worden war, erleichtern würde. Deswegen begrüßten alle das Programm. Auch Dr. Jawad al-Hashemi hat einschlägige Erfahrungen gemacht. Heute arbeitet er für Transparency International, eine Organisation, die weltweit gegen Korruption kämpft. Anfangs erhielten wir Grundnahrungsmittel wie Reis, Zucker und Öl. Die Lieferungen trafen tatsächlich ein. Man konnte zum Beauftragten des jeweiligen Stadtviertels gehen und seine Ration abholen. Aber unter diesen Beauftragten waren viele bestechlich. Anstatt einem Kilo teilten sie nur ein halbes Kilo aus oder ersetzten guten Tee durch Tee minderer Qualität. Dasselbe geschah beim Speiseöl. Es gab also eine zweifache Korruption. Einmal von Seiten der Regierung und zum anderen bei den Beauftragten. Die dritte Zeugin, die ich treffe, ist Dr. Mona. Sie arbeitete damals in einer der Ausgabestellen in Bagdad. Haben Sie gleich nach Inkrafttreten des Öl für Lebensmittelprogramms eine Änderung festgestellt? Sind sofort Medikamente eingetroffen und waren sie in Ordnung? Die Medikamente sind tatsächlich eingetroffen und die Situation verbesserte sich etwas. Aber es handelte sich nicht um Produkte renommierter internationaler Pharmafirmen. Manchmal wusste man überhaupt nicht, woher die Medikamente stammten. Wenn man gute Medikamente wollte, konnte man sie sich auf dem Schwarzmarkt besorgen. Es kam sogar vor, dass ganze Lieferungen verschwanden, eben wegen des Schwarzmarktes. Die Sendungen trafen offiziell bei uns ein und wurden dann unter der Hand weiterverkauft. An die Apotheken, manchmal aber sogar ins Ausland und das zu horrenden Preisen. Medikamente verschwanden in dubiosen Kanälen. Verdorbene Produkte tauchten auf. Schon bald diktierte Profitgier das System. Aber ich habe den Verdacht, dass sich das Regime mit diesen kleinen Gewinnen nicht zufrieden gab und nach anderen Wegen suchte, um die Kassen zu füllen. Ich verabrede mich noch einmal mit Dr. Dia al-Bakkar. Was wurde unternommen, um die Einkünfte des Staates aufzubessern? In der 8. Phase wurde der Befehl ausgegeben, den Preis für Rohöl zu senken, um den Käufern einen Preisvorteil zu bieten. Und ein Teil dieses Rabatts wurde dann zurückgezahlt, in bar. Das Geld landete auf bestimmten Konten, die in verschiedenen Ländern eröffnet wurden. Der Rabatt betrug rund einen halben Dollar. Die Hälfte davon sollte dem Käufer zugutekommen. Die andere Hälfte sollte in den Irak zurückfließen. Nicht alle bezahlten diesen sogenannten Aufschlag, der eigentlich eine Rückzahlung an den Irak war. Laut Dia al-Bakkar war Korruption bald gang und gäbe. Aber wie genau hat sie funktioniert? Der Irak senkt den Preis pro Barrel, den die UNO-Kontrolleure festgelegt haben und der sowieso schon unter dem Marktpreis liegt, um 50 Cent. Die Erdölfirmen streichen 25 Cent davon als zusätzlichen Gewinn ein und bezahlen die restlichen 25 Cent an den irakischen Staat zurück. Millionen von sogenannten Kickback-Dollar reisen in Diplomatenkoffern zu den irakischen Botschaften in der ganzen Welt. Eines der französischen Unternehmen, die von der UNO die Genehmigung erhalten hatten, Öl aus dem Irak zu kaufen, war die Maklerfirma Carbonafta, damals geführt von einem Mann, der sich in dieser Branche in Nahost bestens auskannte. Xavier Uzel. Wie hat er auf die Rabattstrategie des irakischen Regimes reagiert?
Als das begann, zogen sich die seriösen Firmen aus dem Geschäft zurück. Dann kamen die Abenteurer und nahmen ihre Plätze ein. Das schmutzige Geld verdrängte das saubere Geld. Gesellschaften tauchten auf, die am Abend vorher auf den Kaimaninseln gegründet worden waren oder in Liechtenstein und auch in der Schweiz. Firmen, die es vorher gar nicht gab, machten plötzlich Erdölgeschäfte mit Händlern, die nicht so genau hinschauten und sich nicht an den gebotenen Zahlungsmodus hielten. Das Erdöl, das schwarze Gold, wenn Sie so wollen, wurde in dem Moment wieder reingewaschen, wenn es nach erfolgter Rückzahlung wieder auf dem freien Markt erschien. Im Jahr 1999 oder 2000 kam es zu einem Wendepunkt im Ölgeschäft. Die Praxis der illegalen Preisaufschläge und Rückzahlungen wurde allmählich offensichtlich und man begann, systematischer zu arbeiten. Plötzlich brachen all die großen Konzerne, die mit dem Irak gehandelt hatten, ihre Geschäftsbeziehungen ab. Dafür tauchten reihenweise Firmen auf, von denen noch nie jemand gehört hatte. Diese waren aber von den Großkonzernen vorgeschoben worden, damit sie selbst nicht als Käufer auftreten mussten und verschleiern konnten, dass sie die eigentlichen Abnehmer des Öls waren. Im Grunde genommen wussten alle bei der UNO, dass es sich hier um Strohmänner handelte. Aber der gesamte Sicherheitsrat hat keine wirklich ernsthaften Bestrebungen gezeigt, sich zu vergewissern, ob es den Menschen tatsächlich besser ging. Ich glaube, alle haben weggesehen, vor allem Vertreter bestimmter Mitgliedstaaten wie unter anderem Russland. Stichwort Russland. Mir fällt auf, dass die Russen in diesem Programm sehr stark vertreten sind. Und mir fällt weiter auf, dass die UNO am Anfang 4 Experten ernannt hatte, die den irakischen Preis pro Barrel täglich neu festlegen sollten. Mit den Jahren schrumpfte ihre Zahl auf 3, dann auf 2. Und 1999 war nur noch einer übrig. Niemand bei der UNO kann mir erklären, warum die ausgeschiedenen Experten nicht ersetzt wurden. Ist das nicht merkwürdig? Der letzte Mohikaner, Experte ist Alexandre Kramer. Der russische Ökonom arbeitet übrigens auch für den Geheimdienst seines Landes. Als ich die Statistiken von Öl für Lebensmittel vergleiche, bemerke ich, dass Russland in allen Phasen mit Abstand der größte Ölabnehmer ist. Und der Abstand vergrößert sich noch, als Kramer allein den Preis pro Barrel festsetzt. Ich versuche, mit Kramer Kontakt aufzunehmen, vergeblich. Moskau hat ihn längst wieder in die Heimat zurückbeordert. Aber ich erfahre, dass ein weiterer Agent des russischen Geheimdienstes FSB damals bei der UNO arbeitete, Sergei Tretjakov. Er war Kramers Vorgesetzter und hat sich mittlerweile in die Vereinigten Staaten abgesetzt. Ihn wollte ich finden. Und trotz neuer Identität komme ich ihm schließlich auf die Spur. Dank eines großzügigen Willkommensgeldes, das ihm ein dankbarer CIA spendiert hat, gönnt er sich nun einen schönen Lebensabend irgendwo im Süden der USA. Kramer war der Kontrollbeamte für die Öl für Lebensmittelverträge in New York. Zuerst waren es 4 Kollegen, die sich diese Aufgabe teilten. Aber dann verschwanden 3 davon und nur er blieb übrig. Das war, wie wenn man einen Fuchs in den Hühnerstall setzen würde. Er senkte einfach die Preise in den Verträgen. Die Russen kauften das irakische Öl günstig ein und verkauften es umgehend an westliche Firmen weiter. Natürlich viel teurer. For a very low price and reselling it immediately to Western companies on a very, very high price. Ich weiß nicht, warum das in den höheren UNO-Rängen niemanden aufgefallen ist. Kramer war ja nur ein Kontrollbeamter. Er hatte keine leitende Funktion in diesem Programm. Aber es interessierte keinen. Mir war das natürlich gar nicht recht. Ich war ja ein professioneller Agent und wollte nicht Vorgesetzter eines Verbrechers sein. Kramer war nicht über Privatfirmen auf seinen Posten gekommen. Er verdankte seine Stelle der Regierung. Und für genau diese Regierung hat er das Geld gestohlen. Wer profitierte Ihrer Meinung nach davon? Ich denke, das waren eine ganze Reihe russischer Politiker und möglicherweise auch Präsident Putin höchstpersönlich. Er war also sehr nützlich.
Auf jeden Fall. Deswegen wollten sie ihn ja auf diesen Posten haben. Also ein Erfolg. Das war ein voller Erfolg. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie viel Geld er dem Präsidenten, dem ersten wie auch dem zweiten oder den anderen russischen Politikern eingebracht hat. Aber Tatsache ist, dass er über eine halbe Milliarde Dollar gestohlen hat. Das ist viel Geld. Wenn ich alles richtig verstanden habe, sah die Seite Ölverkauf des Hilfsprogramms Öl für Lebensmittel so aus, dass 25 Cent pro Barrel, und das ergibt satte 229 Millionen Dollar, als Schmiergelder an Saddam Hussein und seine Getreuen flossen. Über 170 Millionen Euro. Ein nettes Sümmchen. Dass Ölgeschäfte des Profits wegen gemacht werden, ist eine Sache, aber sie dienten auch als diplomatische Waffe. Saddam brauchte Verbündete, die ihn unterstützten, wenn es um die Aufhebung der Sanktionen ging. Der Diktator hatte begriffen, dass er an Einfluss gewinnen würde, wenn er seine Freunde an den Erlösen des Erdöls teilhaben ließ. In einem Pariser Café bin ich mit einem dieser Freunde des Irak verabredet, Gilles Meunier. Er erklärt mir, wie dieses Tauschgeschäft funktionierte. Was die Iraker von uns wollten, waren bestimmte Positionen. Sie machten uns die Geschenke nicht um unserer schönen Augen willen. Sie wollten politische Ämter, um zugunsten des Irak und der Aufhebung des Embargos arbeiten zu können. Alle 6 Monate gab es in Bagdad ein Treffen, welches Bagdad-Konferenz genannt und von Tariq Aziz geleitet wurde. Über 250 Personen nahmen daran teil, eben die Personen von der berühmten Liste. Sie gaben dort einen Bericht ab über das, was sie in den vergangenen 6 Monaten gemacht hatten und erzählten, welche Aktivitäten sie für das kommende Halbjahr planten. Und diese Aktivitäten mussten finanziert werden. Man musste sie unterstützen. Naja, belohnen und bezahlen. Dia al-Bakar schilderte mir die internen Zusammenhänge des Systems so. A lot of people started to come. Ein riesiger Zustrom an Leuten setzte ein. Einflussreiche Leute, Politiker, Journalisten aus dem Ausland. Leute, die anderswo in der Welt politischen Einfluss hatten. Und sie bekamen Rohöl zugeteilt. Von Saddam. Ja, denn sie unterstützten ihn. Und wir erhielten dann die Anweisung aus hohen Regierungskreisen, dass der oder jener zum Beispiel 2 Millionen Barrel bekommen sollte. Und wie ging es dann weiter? Der Empfänger sucht nach einem Kunden, einem internationalen Ölkonzern oder einem Makler, an den er seinen Anteil weiterverkaufen kann. Und er würde von diesem Kunden, der Raffinerie, ein paar Cent mehr verlangen. Ich schließe daraus, dass eine gewisse Anzahl an Personen bei diesem Spiel mitgespielt und Provisionen aus den Ölverkäufen eingesteckt hat. In Frankreich wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet, unter anderem gegen Charles Pasqua und Jean-Bernard Mérimée, einen ehemaligen französischen UNO-Botschafter. Alle schweigen eisern, außer Gilles Meunier. Auch seine Firma steht auf der Liste von Almada. Ich nehme ihn ins Verhör. Ich bin zu Tariq Aziz gegangen und habe ihn gefragt, darf ich Ihnen eine französische Firma vorstellen, die gerne Erdöl aus dem Irak kaufen würde? Er antwortete, warum nicht, tun Sie das. Aber er hat mir gleich gesagt, dass diese Firma natürlich seriös sein müsse, eine Genehmigung des französischen Außenministeriums sowie des Verteidigungsministeriums bräuchte und zudem den Segen der Vereinten Nationen. Ansonsten könne der Irak absolut überhaupt keine Verträge mit solchen Firmen abschließen. Die besagte Firma hat also alle notwendigen Formalitäten erledigt und sämtliche Kontrollstellen durchlaufen, bevor sie nach Bagdad kam, um den ersten Vertrag mit SOMO zu unterzeichnen. Aber es gab nie irgendwelche schriftlichen Vereinbarungen zwischen ihr und mir oder mir und dem Irak. Aber haben Sie persönlich etwas bekommen? Ich persönlich habe überhaupt nichts bekommen. Meine Gesellschaft bekam etwas. Sie war ja Vertragspartner. Aha, die Gesellschaft bekam etwas. Die Gesellschaft ja, aber nicht von den Irakern. Sie bekam etwas von der Ölfirma. Ja, von deren Gewinn. Auf der einen Seite gab es die Gesellschaft Aredio Petroleum. Richtig, Aredio Petroleum ist eine französische Firma, eine Maklerfirma. Und auf der anderen Seite die SOMO. Die SOMO, richtig. Und dazwischen waren Sie. Und ich zwischen den beiden. Oder vielmehr, ich habe zwischen den beiden vermittelt. Zu Anfang habe sie miteinander bekannt gemacht. Das war 1998. Dann ging alles seinen Weg.
Ich selbst fuhr nicht nach Bagdad, ich hatte andere Dinge zu tun. Das war dann die Arbeit des Firmenrepräsentanten. Sie erwähnten vorhin einen Parallelmarkt. Richtig, der Erdölschmuggel. Der Erdölschmuggel, der noch viel mehr Profit gebracht hat als Öl für Lebensmittel. Viel mehr ist untertrieben. Er war am allerschlimmsten. Warum allerschlimmsten? Weil es bei Öl für Lebensmittel um Centbeträge ging. Und hier ging es um Dollar. Da teilte man sich beispielsweise 12, 13, sogar 15 Dollar pro Barrel. Stellen Sie sich das vor, 15 Dollar pro Barrel, wenn es um komplette Tanker geht. Das spielte sich vor aller Augen ab, denn das waren ja Karawanen von Lkw, die von Kirkuk in Richtung Türkei oder Jordanien rollten. Dem Ende des Zweiten Golfkriegs 1991 hat das Saddam-Regime einen vom Staat organisierten Schmuggel seines Erdöls initiiert. In Richtung Türkei, Syrien, Emirate und vor allem Jordanien. Hunderte von Lkw waren zwischen Bagdad und Amman unterwegs. Eine Schmuggelverbindung, die bis heute existiert. Das beobachte ich auf dieser Verkehrsachse, die die beiden Hauptstädte verbindet. لغايه بس انقصفت بغداد وقفنا حتى بعد ما انقصفت بغداد في شباب راحوا نزلوا جابوا ضربوا offiziell geduldeter Schmuggel also und ich dachte ich wäre auf ein heißes Eisen gestoßen. Wie kommt es, dass keiner bei der UNO je ein Wort darüber verloren hat? Jordanien organisierte für die Riesentanker einen Terminal, der nie eine Autorisation für den Erdölexport erhalten hatte. Und wenn die Erdölkonzerne dann beim US-Außenministerium anfragten, können wir unser Öl über diesen Hafen verschiffen, auch wenn es im Rahmen des Öl-für-Lebensmittel-Programms wahrscheinlich nicht legal ist, bekamen sie die Antwort, ja, macht es ruhig. Die US-Marine gab ihren Schiffen sogar Geleit. Did you know? Wussten Sie damals, dass Saddam und Co. diesen Schmuggel nach Jordanien, in die Türkei und andere Länder organisierten? Das war kein Schmuggel. Schließlich war es irakisches Öl. Und auch wenn irakisches Öl geschmuggelt wurde, sei es über Jordanien oder den arabischen Golf, so war das meiner Meinung nach eine gerechtfertigte Aktion von Seiten der Regierung. Sie dürfen nicht vergessen, dass das irakische Volk, rund 20 Millionen Menschen, nicht von Nahrung und Medizin allein leben kann. Deswegen musste die Regierung Mittel und Wege finden, um ihre Einkünfte zu steigern, um damit wiederum die elementaren Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Aber für Sie war das kein organisierter Schmuggel. Das ist kein Schmuggel, wenn die Ware einem selbst gehört. War Ihnen klar, dass die UNO im Grunde einverstanden war? Nicht nur die UNO. Ich bin überzeugt davon, dass auch die Marine westlicher Staaten eingeweiht war. Sie haben wahrscheinlich einfach ein paar Geschenke bekommen, damit sie die Tanker unbehelligt ziehen lassen. Erdöl kann man schließlich nicht verdeckt verkaufen. Ein Barrel Rohöl kann man nicht so einfach verstecken und Millionen Barrel schon gar nicht. Millionen Barrel Erdöl. Dann florierte dieser Schmuggel also in großem Stil? In Basel erhoffe ich mir weitere Aufklärung von Mark Piet, einem Juraprofessor, der auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität als Kapazität gilt. Ja,
Die Zahlen, die wir für den Schmuggel in diesen 13 Jahren ermittelten, bewegen sich bei über 10 Milliarden Dollar, die diesem Wert entsprechende Ölmenge wurde geschmuggelt, sei es auf der Straße, über Pipelines oder per Schiff. Diese Zahl lässt alles, was wir später als Schmiergeldzahlungen ermittelten, fast lächerlich gering erscheinen. Das bedeutet, zu den 229 Millionen Dollar Schmiergeldzahlungen kommen noch 10 Milliarden Dollar aus Schmuggel dazu. Nicht schlecht. Zurück zu Öl für Lebensmittel. Während der gesamten Dauer des Programms wurden 64 Milliarden Dollar, die aus dem Verkauf irakischen Erdöls stammten, auf ein von der UNO angelegtes Konto bei der BNP Paribas eingezahlt. Diese Bank taucht jedoch auf der Liste der empfohlenen Finanzunternehmen, die die UNO zu Beginn des Programms erstellt hatte, nicht auf. Wie kommt es, dass die Wahl trotzdem auf die BNP Paribas fiel? Bei meinen Recherchen stoße ich nur auf taube Ohren. Bei der UNO scheint sich niemand mehr daran zu erinnern. Die damaligen Verantwortlichen sind entweder im Gefängnis oder entlassen worden. Wenig überraschend auch, dass die BNP Paribas mich mit kein Kommentar abfertigt. Ich will mich jetzt mit der zweiten Seite des Hilfsprogramms beschäftigen. Von den 64 Milliarden aus dem Verkauf des Erdöls wurden 34 Milliarden ausgegeben, um Güter des Grundbedarfs zu kaufen. Wie sind diese Transaktionen gelaufen? Christa Elverson war beim UNO-Büro für das Irak-Programm OIP die rechte Hand von Benon Sevan. Er müsste meine Fragen beantworten können. Sie müssen wissen, dass jedes Mal, wenn Saddam Hussein bzw. seine Regierung etwas kaufen wollte, ein Vertrag aufgestellt wurde, der vorab von der Regierung des Landes, in dem die Verkäuferfirma ansässig war, abgesegnet werden musste. Als nächstes kam er zum 661-Komitee mit seinen Vertretern aus 15 Ländern. Das 661-Komitee hat die gleiche Zusammensetzung wie der Weltsicherheitsrat. Jedes einzelne Land hatte das Recht, den Vertrag zu rezensieren. Vor allem Großbritannien und die USA konnten sich ewig an diesen Verträgen aufhalten. Manche wurden sogar ganz blockiert, bei anderen dauerte es unheimlich lange, bis sie durch waren. Warum waren es in dem Weltsicherheitsrat untergeordneten Komitee ausgerechnet Großbritannien und die USA, die die Verträge besonders pingelig prüften? Mir fällt ein, dass das massive Embargo gegen den Irak seinerzeit verhängt wurde, um Saddam zur Einstellung seiner Produktion von Massenvernichtungswaffen zu zwingen. Und auch die Waffeninspekteure, die in den folgenden 7 Jahren das Land akribisch nach Anzeichen ihrer Herstellung absuchten, taten dies vor allem auf angloamerikanischen Druck hin. Wie reagierten Sie, als Sie sahen, dass der Sicherheitsrat die Verträge behindert? Wir waren wütend. Sie müssen sich das vorstellen. Wir verhandelten über eine 6-monatige Phase des Öl-für-Lebensmittel-Programms. Und dann kamen diese Güter in unzureichenden Mengen und mit unmäßigen Verspätungen. Oft lagen uns die Verträge schon vor. Wir wussten, mit welchen Mitteln wir rechnen konnten. Aber die Lieferung wurde vom Sanktionskomitee 661 blockiert. Es war jedes Mal das Gleiche. Ich bin nicht antibritisch oder antiamerikanisch, aber es waren tatsächlich nur diese beiden Regierungen, die dem irakischen Volk lebenswichtige Güter vorenthielten. Und das machte uns wütend. Im August 2002 ging es um Waren im Wert von über 5 Milliarden US-Dollar, um dringend benötigte Medikamente und andere Hilfsgüter. Nennen Sie mir ein Beispiel für ein Produkt, das blockiert wurde. Es gab viele Produkte, die gesperrt wurden. Ich erinnere mich an die berühmte Geschichte, als die Einfuhr von mehreren Millionen Bleistiften blockiert wurde, weil Bleistiftminen Graphit enthalten. Wenn jemand genügend Graphit zusammenkratzt, könnte er ja womöglich eine tödliche Bombe daraus basteln. Und wir hatten ständig Probleme mit Chemikalien, die wir für die Wasseraufbereitung und für sanitäre Zwecke benötigten. Ebenfalls ein Dauerproblem war der Import von Pestiziden für den Einsatz in der Landwirtschaft. Alle diese Artikel wurden als gefährlich eingestuft, weil sie missbraucht werden konnten. Folglich wurden sie von Washington und London nicht akzeptiert. Gab es bei den Gütern, die der Irak importierte, eine ähnliche Korruptionspraxis wie beim Erdöl?
Die Bestätigung dafür finde ich schwarz auf weiß beim Durchlesen dieser offiziellen irakischen Dokumente. Einerseits unterzeichneten die Firmen einen offiziellen Vertrag für die UNO mit einem Preis, der über dem gängigen Marktpreis lag. Und andererseits verpflichteten sich dieselben Firmen mit einem Brief, den nur die Iraker erhielten, dass sie eine Gebühr nach Bagdad überweisen würden. Eine Begründung für diese Gebühr wurde nicht gegeben, über ihre Höhe gab es keine Diskussionen. Die Aufträge für Güter des Grundbedarfs werden an Firmen vergeben, die bereit sind, überhöhte Preise zu berechnen. Der Irak kauft ihre Produkte teuer ein, nachdem die UNO die Kaufverträge genehmigt hat. Der Unterschied zwischen realem Preis und Verkaufspreis wandert direkt in die Taschen von Saddam und seinen Vasallen. Wussten Sie von der Korruption? Und wenn ja, wie haben Sie reagiert? Während eines Gesprächs mit einer dieser Firmen erfuhr ich, dass die irakische Regierung an sie herangetreten war und um eine beträchtliche Kommission gebeten hatte. Das Saddam-Regime forderte viel Geld. Nun wollte die Firma von mir wissen, wie sie sich verhalten sollte. Ich sagte, ich würde das mit Benon Sevan besprechen, hätte aber das unbestimmte Gefühl, sie sollten das ihrer Regierung, dem Außenministerium, melden. In den folgenden Wochen hatte ich es noch mit mehreren solcher Fälle zu tun. In Österreich und noch einem anderen Land hieß es, man wolle das Geschäft unter diesen Bedingungen nicht machen. Aber Benon Sevan zeigte ein meiner Meinung nach unangebrachtes Zögern, dies dem Sicherheitsrat zu melden. Unnecessarily reluctant to go to the council. Tatsächlich stoße ich auf eine sehr vage Notiz von Benon Sevan. Im März 2001 schrieb er, dass ihm keine eindeutigen Beweise für Korruption vorlegen. Er könne den Wahrheitsgehalt entsprechender Berichte weder bestätigen noch widerlegen. Klingt doch irgendwie bizarr. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Ich erinnere mich an eine Frage an Darko Mozibob. Er sollte den Einkauf kontrollieren. Wann erkannten Sie, dass es diese Zahlungen gab? Ich will mich nicht auf ein genaues Datum festlegen, aber es muss wohl während der Phase 8 oder 9 gewesen sein. Irgendwann im Jahr 2000 habe ich zum ersten Mal von dieser Möglichkeit gehört. Sie meinen von Kickbacks? Ja. Wie haben Sie persönlich darauf reagiert? Bei so gut wie allen Verträgen, die nach Phase 8 geschlossen wurden, und damals befanden wir uns in Phase 13, gab es Kickback-Zahlungen. Es betraf also Tausende von Verträgen und viele verschiedene Personen, die damit einverstanden gewesen sein mussten mit dem, was die irakische Regierung von ihnen verlangte. Das war für mich die größte Überraschung. Der Umfang, in dem solche Zahlungen praktiziert wurden. Aber wurde im Verlauf der verschiedenen Phasen irgendwann einmal ein Vertrag blockiert, weil die Preise der Waren überhöht waren? In meinem Zuständigkeitsbereich ist es meines Wissens nie vorgekommen, dass wir einen Vertrag wegen überhöhter Preise blockiert hätten. Ich rekapituliere. Während der Laufzeit des Hilfsprogramms hat das Saddam-Regime von seinen Ölverkäufen 229 Millionen US-Dollar abgezweigt und weitere 1,5 Milliarden an Schmiergeldern und Kickback-Zahlungen kassiert. Hut ab. Wer sind die großen Gewinner bei diesem Betrug? Zuerst einmal die Firmen und Personen, die beim Hilfsprogramm abgesandt haben. Dann natürlich Saddam Hussein selbst und die paar hundert Mitglieder der Baath-Partei, die seinen Hofstaat bildeten. Ein Hofstaat, der sich gerne in dieser Villa in Dubai am Persischen Golf vergnügte. Darunter fällt mir vor allem einer auf. Mohammed Awad, ein junger Aufsteiger und Freund von Uday, Saddam Husseins Sohn, der umgebracht wurde. Sie wissen, dass es in der internationalen Presse hieß, Saddam Hussein und seine beiden Söhne hätten über Jahre hinweg hohe Summen aus diesem Hilfsprogramm eingesteckt. Was die Behauptungen der Presse angeht, Saddam und seine Söhne hätten Vermögen oder Bankkonten im Ausland. Das ist gelogen. Man hat nichts gefunden, was ihnen gehört. Weder hier noch im Ausland. Und es gab auch keine Korruption bei diesem Hilfsprogramm. Nicht im Irak und auch nicht außerhalb.
Der Irak hat bei Öl für Lebensmittel keinen einzigen Dollar verdient. 2003, kurz vor der amerikanischen Invasion, haben viele Iraker mit Koffern voller Dollar das Land verlassen. Einige haben sich hier, andere anderswo niedergelassen. Das stimmt. Das ist vorgekommen. In unserem Land herrschte Chaos. Die finanziellen Mittel des Landes lagen in den Händen einiger weniger. Aber das Geld, das im Rahmen des Hilfsprogramms Öl für Lebensmittel gestohlen wurde, verschwand aufgrund falscher Verträge und landete auf eigens dafür eingerichteten Konten. Ja, einige Personen haben den Irak mit Millionen von Dollar im Gepäck verlassen. Fragen Sie mich jetzt nicht nach Namen. Ich kann Ihnen keine nennen. Ein paar Iraker sollen sich bereichert haben, aber Saddam hat eine weiße Weste? Schwer zu glauben. Ich treffe noch einen Zeugen, der heute am französischen Forschungsinstitut CNRS arbeitet, Hucham Davoud. Das heißt, während der Zeit des Embargos hätte Saddam Hussein sehr viel Geld verdient, während bei der Bevölkerung kaum etwas ankam. Das stimmt. Saddams oberstes Ziel war, an der Macht zu bleiben, seine Position zu halten, politisch zu überleben. Deswegen hat er großzügig Geld verteilt an seine Verwandten, an seine wichtigsten Untergebenen. Das wurde immer wichtiger. Also brauchte er Geld, um die Würdenträger, die Clan-Chefs, zu kaufen. Damit meine ich, er musste sie für ihre Loyalität bezahlen, für ihre Treue und Ergebenheit. Wenn in der Presse verbreitet wird, alles wäre für den Bau von Palästen und für ein Leben in Saus und Braus verpasst worden, ist das grob verallgemeinert. Ja, er hat Paläste gebaut und führte mit seiner Familie ein skandalös aufwendiges Leben. Aber sehr viel Geld wanderte auch in die Administration des Landes. War Öl für Lebensmittel für die Bevölkerung eine Hilfe? Man kann sagen, diese Maßnahme hat mehreren tausend Irakern das Leben gerettet. Rein pragmatisch gesehen war das Programm eine Hilfe. Aber Sie können die Frage auch anders stellen. Hätte man es besser machen können? Ganz sicher hätte man es besser machen können. Mit mehr Kontrolle. Aber was uns zu Beginn am meisten geärgert hat, waren die Gehälter der Beamten vor Ort. Der UNO-Leute mit ihrem humanitären oder pseudo-humanitären Auftrag. Sie haben sich hier im Irak eine goldene Nase verdient, strichen astronomische Summen ein, bekamen Vergünstigungen. Eigentlich waren sie hier, um den Irakern zu helfen, aber wir stellten fest, dass die meisten, die hierher kamen, nur schnell reich werden wollten. Ich muss sagen, ich bin außerordentlich beeindruckt von dem, was das Hilfsprogramm erreicht hat. Die durchschnittliche Kalorienzufuhr in der Bevölkerung stieg während dieser Zeit um fast 90%. Die Unterernährung nahm dramatisch ab. Kinderlähmung wurde ausgemerzt. Ich glaube, es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, dass wir 27 Millionen Iraker in dieser Zeit am Leben und gesund erhalten haben. Darauf sind wir sehr stolz. Und deswegen macht es uns auch so traurig, wenn die Presse schreibt, Öl für Lebensmittel wäre ein Skandal. Dabei hat es Leben gerettet. Das ist ein Unterschied. Wir haben tatsächlich Lebensmittel bereitgestellt, haben geholfen, Medikamente zu besorgen, haben versucht, zumindest ein Minimum an gutem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen zu gewährleisten. Es war zwar erbärmlich wenig, aber wir konnten doch manches tun, um die Ausbildung zu verbessern. All das ging in die richtige Richtung. Doch das Schlimme daran ist, dass es meilenweit entfernt war von dem, was das irakische Volk als unschuldige Statisten in diesem Konflikt verdient hätte, um unter halbwegs akzeptablen Bedingungen zu überleben. Wenn ich die internationalen Medien verfolge, fällt mir auf, dass fast alle Artikel mittlerweile das Öl-für-Lebensmittel-Programm als Skandal anprangern, gleich in den ersten Zeilen.
Und dann denke ich, aber werden sie auch den tatsächlichen Skandal aufdecken? Den Skandal, eine ganze Nation in Elend und Verzweiflung zu stürzen? Den Skandal, einem Volk den Tod zu bringen, ihm seine Illusionen zu rauben? Denn das ist für mich der wahre Skandal. Im Februar 2000 reichten Sie Ihren Rücktritt ein. Das stimmt. Was hat Sie dazu veranlasst? Wenn ich nach der Zeit in Bagdad noch weitergemacht hätte, wäre ich beteiligt gewesen an dem, was in der Geschichte später als einer der größten Fehler der Vereinten Nationen bei ihren Bemühungen in Krisensituationen verurteilt werden wird. Das konnte ich nicht akzeptieren. Die Erdölverkäufe haben also 64 Milliarden Dollar eingebracht. Aber wie viel davon ging an die UNCC? Und was ist überhaupt die UNCC? Von jedem Dollar aus dem Ölverkauf während des Hilfsprogramms gehen 30% an die UNO für Entschädigungszahlungen, für Schäden, die der Irak im Kuwaitkrieg verursacht hat. Die UNCC sammelt die entsprechenden Anträge und verteilt das Geld unter den betroffenen Ländern. Um das besser zu verstehen, müssen wir uns noch einmal mit dem Zweiten Golfkrieg und seinen Konsequenzen beschäftigen. Am 2. August 1990 marschiert der Irak in Kuwait ein. Hemmungslos plündern Saddams Truppen das Land. Die Weltgemeinschaft reagiert geschlossen. Innerhalb weniger Stunden ist die gefürchtete irakische Armee besiegt, aber sie hat Kuwait in ein blutiges Inferno verwandelt. Hunderte von Ölquellen stehen in Flammen. Auslaufendes Öl verwandelt sich in einen tödlichen schwarzen Teppich. Es wird beschlossen, dass der Irak für die entstandenen Schäden aufkommen muss. Um mehr über die UNCC zu erfahren, fahre ich nach London, um den britischen Anwalt Jeremy Carver zu besuchen. Seine Mission? Die Schadensersatzansprüche Kuwaits durchzuboxen und höchstmögliche Entschädigungszahlungen für die Vereinigten Emirate herauszuholen. Von dem Moment an war ich voll beschäftigt. Das war kurz nach der Jahreswende, als die Operation Wüstensturm zur Befreiung Kuwaits durchgeführt worden war. Die Frage der Kompensation der Opfer kam auf und damit mein starkes Engagement innerhalb der Gruppe, die UN-Entschädigungskommission, kurz UNCC genannt wurde. Wie viel Geld wurde in Form von Entschädigungszahlungen ausgegeben? Die UNCC erhielt vom Irak an Reparationszahlungen rund 22 Milliarden Dollar. Geld, das das irakische Volk auf jeden Fall nicht bekommen hat. Dieses Geld musste der Irak bezahlen. Ich finde es wichtig, Abschreckungsmaßnahmen gegen Aggression zu ergreifen. Und diesen Krieg haben die Iraker vom Zaum gebrochen. Sie haben Kuwait überfallen. Also sollten sie auch Kompensationszahlungen leisten. Ich glaube, das stand den Millionen Opfern wirklich unbestritten zu. All diese Menschen mussten für ihre Verluste irgendwie entschädigt werden. Und der UNCC hat wirklich gute Arbeit geleistet, weil er einen Weg gefunden hat, diesen vielen Menschen eine angemessene Wiedergutmachung auszubezahlen. Erklären Sie mir an einem Beispiel, wie das funktionierte. Die Anträge stellten die einzelnen Staaten stellvertretend für ihre Bürger. Die größte betroffene Bevölkerungsgruppe waren natürlich die Kuwaitis selbst. Also hat Kuwait die meisten Anträge gestellt. Aber auch in Ägypten, Pakistan, den Philippinen, Indien oder Bangladesch gab es zahlreiche Betroffene, weil viele Gastarbeiter aus diesen Ländern stammten. Sie wurden teils gefangen genommen, teils des Landes verwiesen, verloren ihr Erspartes und so weiter. Wir mussten also einen Weg finden, wie wir solche individuellen Fälle ebenso gerecht entschädigen konnten, wie die durch die Sammelanträge vertretenen Opfer. Lassen Sie mich ein Beispiel erzählen. Der erste größere Antrag, den ich ausarbeitete, war für die Kuwait Petroleum Corporation, die für das Löschen der brennenden Ölquellen entschädigt werden wollte. Die Schadensersatzansprüche beliefen sich auf 950 Millionen Dollar. Und wie kann sich der Irak vor der UNCC verteidigen? Oder anders ausgedrückt, wenn ein Land seinen Schadensersatzantrag stellt, kann Bagdad dann gegen die Rechtmäßigkeit der Ansprüche irgendwie Einspruch erheben? In Genf vertritt der Anwalt Michael Schneider die Interessen des Iraks.
Eines der schwierigsten und umstrittensten Elemente dieses Prozesses war, dass der Irak nicht selbst über seine Gelder bestimmen durfte und innerhalb der UNCC nicht über die Mittel verfügte, um seine Verteidigung zu organisieren. Wollen Sie damit sagen, dass diejenigen, die diese Kommission geschaffen hatten, es dem Irak nicht zubilligten, sich zu verteidigen? Die Kommission war ohne Beteiligung des Irak geschaffen worden. Man ging von der Hypothese aus, dass die Verantwortung des Irak für die Invasion und den Krieg eindeutig war und dass es nur darum ging, die Höhe der Reparationszahlungen festzulegen. Alle Welt war eingeladen, ihre Ansprüche anzumelden. Und so haben fast 100 verschiedene Nationen Schäden reklamiert, die ihnen aufgrund des irakischen Überfalls auf Kuwait entstanden waren. Les dommages qui leur ont été causés par cette invasion du Koweït par l'Irak. Wurden die Rechte des Irak Ihrer Meinung nach in dieser Angelegenheit respektiert? Der große Makel an dieser Vorgehensweise war die Art und Weise, in der die Rechte des Irak verletzt wurden. Während die Kindersterblichkeit auf ihrem Höhepunkt war, zweigte man 30 Cent von jedem Öldollar ab, um Ansprüche gut situierter Firmen und Regierungen zu befriedigen. Das hätte auch noch Zeit gehabt. Und wenn sich die Antragsteller geduldet hätten, wären einige Iraker heute noch am Leben, hätten einige von ihnen keine psychologischen Probleme, wären einige Iraker nicht völlig verarmt. Leider war es nicht so. Am Ufer des Genfer Sees, im Palais des Nations, dem Sitz des Völkerbunds, der mittlerweile der Nachfolgeorganisation UNO als europäischer Hauptsitz dient, ist auch die UNCC untergebracht. Leider wollte mich dort niemand empfangen. Warum nicht? Hat die sprichwörtliche schweizerische Diskretion auch auf die Mitglieder der UNCC abgefärbt oder hat diese Kommission etwas zu verbergen? Naomi Klein ist eine der wenigen Journalisten, die einer Sitzung der UNCC beiwohnen durften. Die Kanadierin hat mit ihren Büchern, in denen sie ausführlich die negativen Auswirkungen der Globalisierung beschreibt, von sich reden gemacht. Man musste nicht einmal beweisen, dass einem das Geschäft während der irakischen Invasion in Kuwait zerbombt oder sonst wie zunichte gemacht worden war. Es reichte anscheinend völlig aus, die Hypothese aufzustellen, wenn der Irak Kuwait nicht überfallen hätte und meine Geschäfte wie üblich weitergelaufen wären, dann hätte ich so und so viel Geld verdient. Und diesen Betrag müsste der Irak mir jetzt bezahlen. Einige der weltgrößten Konzerne, wie zum Beispiel Texaco, meldeten Forderungen an. Aber auch Hersteller von Konsumgütern wie Toys R Us, Bechtel oder Pepsi. Ich glaube, auch American Express wurde entschädigt. Die British Birdwatcher Society, ein Verein für Vogelbeobachtung, wurde entschädigt. Oder zwei israelische Kibbuzim, die Ausfälle im Tourismusgeschäft angaben. Und das auf den Golanhöhen, einem besetzten Gebiet, das eigentlich zu Syrien gehört. Und wissen Sie, was der Gipfel ist? Auf der Internetseite der UNO habe ich gelesen, dass der Irak auch heute noch 5% seiner Einkünfte aus Ölgeschäften für Entschädigungszahlungen an die UNCC überweist. Ich fasse zusammen. Öl für Lebensmittel ist ein Hilfsprogramm, an dem 4.500 Unternehmen verschiedenster Nationalität beteiligt waren, einige davon mit erheblichem Profit. Die Korruption hatte dabei solche Ausmaße erreicht, dass ich nicht glauben kann, dass niemand sie anprangerte, bevor die berühmte Liste veröffentlicht wurde. Denn dieses brisante Dokument erschien erst im Januar 2004. Erst da erfuhr man, dass über 40 Staaten von Saddams Regime profitiert hatten. Dann stürzte sich die Presse auf diesen fetten Korruptionsskandal. Vor allem für die konservativen amerikanischen Zeitungen war das ein gefundenes Fressen. Denn sie hatten die UNO schon im Visier, seit diese der Koalition der Willigen für die Invasion des Irak 2003 ihre Unterstützung verweigert hatte. The weaknesses in the Oil for Food program raise serious questions about the United Nations' ability to enforce sanctions and administer a humanitarian aid program in the future.
Ich glaube, wir waren etwas naiv, denn wir als UNO-Mitglieder fühlen uns immer im Recht, sagen uns immer, wir sind die Guten, also kann uns keiner angreifen, wir tun nur unsere Arbeit. Unsere Arbeit, deren Ziel es war, die irakische Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu versorgen und ihr zu helfen. Ich glaube, unsere Organisation ist einfach viel zu spät aufgewacht. Da war die Lawine schon über uns hereingebrochen. Für den UNO-Generalsekretär ist diese Sache ein Trauma. Seine Entlassung liegt in der Luft. Ich glaube, er befürchtet wirklich, seinen Posten aufgeben zu müssen und tut nun, was er tun muss, weil er keine andere Wahl hat. Er ruft eine Untersuchungskommission ins Leben mit Paul Volcker als Chefermittler, die das Hilfsprogramm mit aller Härte unter die Lupe nehmen soll. Das ist bisher einmalig. Volcker kann über ein Budget von über 30 Millionen Dollar jährlich verfügen und bekommt so viele Ermittler, wie er braucht. Die Ermittler der von Volcker geleiteten Kommission filzten Büros, Computerfestplatten und Schränke. Sie befragten Kofi Annan in seinem Büro, was er an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Zeit getan hätte und so weiter. Aber im Endeffekt kam dadurch wirklich alles ans Licht, was mit dieser Affäre zu tun hatte. Es war eine unabhängige Ermittlungskommission, die echte Polizeiarbeit geleistet hat. Die unabhängige Untersuchungskommission ermittelt knapp 15 Monate lang. An ihrer Spitze der ehemalige US-Notenbankchef Paul Volcker, dessen engster Mitarbeiter der Schweizer Mark Piet ist. Wie haben Sie mit Ihrer Arbeit begonnen? Nun, das war natürlich ein ziemlich schwieriger Prozess. Innerhalb weniger Monate stellten wir insgesamt 80 Mitarbeiter ein, die erst einmal lernen mussten, gut zusammenzuarbeiten. Denn das ist gar nicht so selbstverständlich. Es gab ziemlich große Schwierigkeiten, unter anderem auch aufgrund der kulturellen Unterschiede, zum Beispiel zwischen den Europäern und Amerikanern. Und wir haben wahrscheinlich auch nicht alle Unterlagen bekommen, das ist klar. Ich glaube, wir haben rund 12 Millionen Dokumente erfasst. Aber Menschen hinterlassen Spuren. Und viele Dokumente, deren wir hier nicht mehr habhaft werden konnten, tauchen dann irgendwo anders wieder auf. Mich interessiert vor allem, wie die Bestechung funktioniert hat. An einer der Wände in diesem Gebäude hing eine Karte, 4 oder 5 Meter breit, auf der wir die Verbindungen grafisch dargestellt hatten. Es gab Tausende von Transaktionen, Hunderte von Stellen, von denen aus illegale Zahlungen veranlasst wurden, aber interessanterweise nur ein paar Dutzend Mittelsmänner. Auf unserer Karte war alles mit Linien miteinander verbunden, sodass die Brennpunkte sichtbar wurden. Die Leute, die eine zentrale Rolle spielten und das ganze System erst möglich machten. Aufgrund dieser grafischen Darstellung konnte ich mir einigermaßen vorstellen, wie weltweite Korruption im Allgemeinen funktioniert. Und hier das Baby, das diese schwierige 15-monatige Schwangerschaft hervorgebracht hat. 2000 Seiten schwer. Und nennt einige Hauptverantwortliche. In diesem Haus wohnt eine der größten Gegnerinnen der UNO, Claudia Rosette. Ich besuche sie, weil sie schon lange vor der Veröffentlichung der Liste in Almada Alarm geschlagen hatte. Stimmen Sie mir zu, dass die UNO und der Weltsicherheitsrat von Ländern kontrolliert werden, die mit der ganzen Sache einverstanden waren? Es gibt in dieser Sache tatsächlich einige Verantwortliche. Wir haben den Weltsicherheitsrat, der mit allem einverstanden war. Man könnte jetzt jedes einzelne der 15 Mitglieder in die Zange nehmen und fragen, was um Himmels Willen sie sich eigentlich dabei gedacht haben. Vor allem die 5-ständigen Mitglieder USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China. Wir wissen jetzt, dass auch Kofi Annan ebenso wie der Sicherheitsrat von der Korruption wusste. Alle haben bei dieser Scharade mitgespielt. Aber draußen vor der Weltöffentlichkeit hätte eine Person den Mumm haben und sagen müssen, dieses Hilfsprogramm ist entsetzlich korrupt. Und das war der Generalsekretär. Warum? Weil er derjenige ist, der sich über die Interessen der einzelnen Mitgliedsländer stellen muss. Er hätte einfach sagen sollen, hier passiert etwas, das die Integrität unserer Institution, der UNO, beschädigt. Hier liegt der Fehler.
Denn das hat Kofi Annan nicht getan. Dabei wäre es seine Pflicht und Verantwortung gewesen. Wenn jemand die Notbremse hätte ziehen können, dann er. As Chief Administrative Officer, I have to take responsibility for the findings revealed, both in the implementation of the program and more generally in the functioning of the Secretariat. When you look back, wenn Sie sich noch einmal überlegen, wie viele über die Korruption sowohl beim Export des Öls als auch beim Import der Hilfsgüter Bescheid wussten, da können Sie das gesamte Personal der UNO inklusive ihrer Führungsspitze dazu zählen, den Weltsicherheitsrat und auch die Presse, die Korrespondenten, die über die Ölverkäufe des Irak berichteten, die wussten das auch. Zumindest Paul Volcker selbst hat erkannt, dass der Job, den er tun musste, ein politischer Job war. Und dass er ein paar Sündenböcke finden musste, um die heulenden Wölfe der rechtskonservativen Presse zu besänftigen. Mr. Bernard Savon, in fact, did repeatedly solicit oil allocations for a small trading company called AMAP. Benon Sevan, der, wie Sie sich erinnern, der Direktor des UN-Büros für das Irak-Programm war, merkte schnell, dass der Wind nun aus einer anderen Richtung wehte. Kurz vor der Veröffentlichung des Berichts der Untersuchungskommission reiste er überstürzt aus New York ab und lebt nun wieder in seinem Heimatland Zypern. Er beteuert seine Unschuld. Aber auf all meine Anfragen hat er nie reagiert. Im Grunde deuteten alle auf einen Mann, Benon Sevan. Aber kann er dafür bezahlen, was eine ganze Organisation verbockt hat? Was ist Ihre Meinung? Ich glaube, der Sachverhalt ist sehr viel komplizierter. Wenn Sie den Bericht lesen, haben Sie erst einmal 500 oder 600 Seiten über den Sicherheitsrat und sein unglaubliches Versagen. Dann wird die gesamte Institution abgehandelt und gezeigt, in welchen Abteilungen schwerwiegende Managementfehler gemacht wurden. Und dann gibt es natürlich noch einen weiteren Punkt. Die 2800 Unternehmen, die laut unseren Erkenntnissen illegale Zahlungen getätigt haben. Gibt es unter all den Bestechungen ein oder zwei Beispiele, die Sie wirklich schockierend fanden? Ein sehr gutes Beispiel, bei dem wir alles bis ins kleinste Detail recherchiert haben, ist die Art und Weise, wie die Ölgesellschaft Glencore ihre Zahlungen ausgeführt hat. Das ist eine Handelsfirma. Richtig, eine Handelsfirma. Glencore hat ihren Sitz in Zug und allein schon ihre Umsatzzahlen sind gigantisch. Wir sind natürlich der objektiven, auf Dokumenten basierenden Spur gefolgt. Was die Mitarbeiter der Firma tatsächlich wussten, ist eine ganz andere Sache. Die Firma Glencore selbst behauptet, man hätte von den über Mittelsmänner erfolgten illegalen Zahlungen nichts gewusst. Aber mir ist dort etwas sehr Interessantes aufgefallen. Nachdem diese Mittelsmänner nachweislich Zahlungen von Glencore erhalten hatten, transferierten sie regelmäßig am Tag darauf 3/4 der Summe an die Zentralbank des Irak. Oder sie packten Hunderttausende von Dollar in einen Koffer, fuhren zu der irakischen Botschaft in Genf und gaben sie dort persönlich ab. To the Geneva Embassy of Iraq and deposited there physically. Und schon bin ich unterwegs nach Zug am idyllischen Zuger See, dessen Ufer das mittelalterliche Städtchen säumt. Aber der unschuldige Eindruck täuscht, denn in den alten Gemäuern residiert eine beeindruckende Anzahl von Milliardären. Und hier liegt auch der Hauptsitz der Firma, die mit ihren Umsatzzahlen Furore machte, Glencore. Glencore handelt mit Rohstoffen, Schwerpunkt Erdöl, aber darüber hält man sich dort mehr als bedeckt. Angesichts dieser Diskretion frage ich mich, wie es die schweizerische Justiz angestellt hat, hier irgendetwas herauszufinden. Der stellvertretende Schweizer Bundesanwalt Claude Nicati, der die Ermittlungen leitet, gibt mir die Antwort. Sie wollten nichts Böses, wenn ich das so sagen darf. Sie wollten die bestehenden Gesetze nicht brutal verletzen. Sie wollten Geschäfte machen und haben dabei vielleicht die Grenzen, die es dabei gibt, etwas überschritten.
Aber es lag ihnen allen sehr viel daran zu beweisen, dass sie das in guter Absicht taten. Ja, es gab vielleicht erhöhte Preise, die bezahlt worden sind, aber, und dieses Argument haben wir immer wieder gehört, das entsprach dem Daily Business, das war so üblich. Wenn sie diese überhöhten Preise nicht akzeptiert hätten, dann hätte eben eine andere Firma den Vertrag bekommen. In Anbetracht dieser Situation zeigten sich die Unternehmen bei der Zusammenarbeit mit uns sehr zuvorkommend. Mit ihrer Zustimmung haben wir die Akten dann an die Kantonaljustiz weitergeleitet. Das ist eine Besonderheit bei uns hier in der Schweiz. So konnten wir erreichen, dass es im Rahmen eines Strafbefehlsverfahrens zu einer Verurteilung ohne öffentlichen Prozess kam. Und wir hatten die Akte vom Tisch. Als Gegenleistung für die Diskretion der schweizerischen Justiz zahlten diese Firmen Geldstrafen von rund 12 Millionen Euro. Aber glauben Sie nicht, dass dieses Geld an den Irak überwiesen worden wäre? Nein, in der Schweiz denkt man pragmatisch. Damit wurden die schweizerischen Straßen saniert. Trotzdem sollten wir die Schweiz nicht zum Buhmann machen. Denn die meisten Staaten haben überhaupt nichts unternommen gegen die rund 2.800 beschuldigten Unternehmen, die in Wolkers Bericht zitiert werden. In Deutschland erhielten 67 Firmen, darunter Daimler, damals noch Daimler Chrysler AG, eine Verwarnung. In Frankreich ruhen die Ermittlungen gegen Peugeot, Renault und andere. Nur in sehr wenigen Ländern kam es tatsächlich zu Strafverfolgungen. In den USA wurden 3 Personen rechtskräftig verurteilt. In Australien ist ein Minister, der in einen Weizenskandal verwickelt war, zurückgetreten. Anderswo, zum Beispiel in Moskau, geschah nichts. Rein gar nichts. Zu was dann Wolkers Bericht und seine Schlussfolgerungen? Ehre, wem Ehre gebührt. Ich besuche ihn in seinem Büro im Rockefeller Center im Zentrum von New York. Glaubt er, mit seinem Bericht das erreicht zu haben, was von ihm erwartet wurde? Ich finde, wir haben wirklich etwas erreicht. Wir haben viele Informationen ausgegraben, haben einen 2000-seitigen Bericht verfasst, der für einige Leute äußerst peinlich war. In der Folge gab es Strafprozesse in Australien, in Indien, demnächst in Frankreich, hoffe ich, in Großbritannien, in den USA und anderswo. Ob wir in Russland abgeblockt wurden? Ja, absolut. Wurden wir in China abgeblockt? Ich würde es nicht wirklich abgeblockt nennen. Wir haben es einfach nicht wirklich versucht, weil wir dachten, wir würden es sowieso nicht schaffen. Rund 20 Milliarden Dollar wurden als Entschädigung für den zweiten Golfkrieg bezahlt. Aus dem Öl-für-Lebensmittel-Programm. Offensichtlich haben Sie darüber nicht sehr viele Details herausgefunden. Wir sind dem nicht nachgegangen. Ich kann mich an die genauen Umstände nicht mehr erinnern. Es gab sicherlich interne Untersuchungen in dieser Angelegenheit, aber wie gesagt, wir haben sie nicht so intensiv verfolgt. Sie wurden hingehalten. Anscheinend hatte man keine Lust auf eine richtige Untersuchung. Es hieß, das gehöre nicht in unser Ressort. Man zeigte sich widerstrebend, das stimmt. Aber so genau weiß ich das nicht mehr. Jedenfalls haben wir da nicht tiefer nachgeforscht. 20 Milliarden Dollar, für die sich die Untersuchungskommission nie wirklich interessiert hat? Merkwürdig. Als Leiter dieser Kommission standen Ihnen 35 Millionen Dollar auf einem Treuhänderkonto zur Verfügung. Seien Sie ehrlich, war Ihre Arbeit das wert? Ich finde, sie war es wert. Noch einmal, die UNO war die Zielscheibe aller möglichen, zum Teil extremen Anschuldigungen in den USA wie auch anderswo. Und das hat das Vertrauen in diese Organisation schwer angeschlagen. Deshalb war diese Untersuchung meiner Meinung nach notwendig. Meine Hoffnung war, dass ich dadurch, dass ich die Alarmglocke läutete, der Organisation helfen würde, besser zu werden. Finden Sie es normal, vom irakischen Volk zu verlangen, dass es die Untersuchung bezahlt? Nein, das tut mir leid. Aber ich glaube, ein Ergebnis dieser Untersuchung ist, dass das irakische Volk jetzt sehr gut dasteht, ein positives Image hat. Wir wollten diese Untersuchung wirklich, aber wir hätten sie nicht effektiv und zügig durchführen können, wenn wir dabei von den umständlichen, verkrusteten Finanzpraktiken der UNO abhängig gewesen wären.
Wir hätten erst endlose Debatten in der Generalversammlung abwarten müssen, denn manche Länder wollten gar nicht, dass die Untersuchungen durchgeführt werden. In ihrem Abschlussbericht machen die Mitglieder von Wolkers Untersuchungskommission eine ganze Reihe von Reformvorschlägen für die UNO, um ihr solche Enttäuschungen künftig zu ersparen. Hat die Organisation etwas daraus gelernt? Bis heute ist die UNO keine zur Rechenschaft zu ziehende Organisation. Die Verantwortung ist auf viele Länder, Organisationen und Behörden verteilt. Die Amerikaner sagen, the buck stops nowhere. Keiner will den schwarzen Peter. Keiner übernimmt wirklich die Verantwortung. Die Botschaft ging an das gesamte Netzwerk von Geschäftsleuten und Diplomaten. Korruption ist in Ordnung. Sie wird stillschweigend geduldet. Auch Schmiergelder und sogenannte Kickback-Zahlungen sind okay. Die UN hat nicht wirklich etwas dagegen. Wir schauen weg, vertuschen es. Macht ruhig weiter damit und sagt, es geschehe im Interesse der Menschheit. Ich stelle ein paar kleine Veränderungen fest. Aber die große Umstrukturierung des Managements, die nötig wäre, um diese Institution wirklich glaubwürdig zu machen, hat noch nicht stattgefunden. Wie erklären Sie sich das? Diese Institution ist so riesig und das Interesse, Änderungen aufzuhalten, ist sehr groß. Die Leute haben sich hier ihr bürokratisches Leben eingerichtet. Sie wollen nicht wieder nach Hause geschickt werden. Für sie geht es einfach nur darum, einen Job zu haben und nicht einen Job zu tun. Ich glaube, die innere Logik dieser gigantischen Institution ist einfach Ineffektivität. Ich sage nicht, dass die Institution schlecht ist. Wir brauchen sie. Aber sie ist wirklich sehr ineffektiv. Da gibt es viele Verluste. Mir kommt das gesamte Hilfsprogramm mittlerweile wie ein Puzzle vor. Hier 2 Milliarden, dort 20 Milliarden. Und plötzlich merke ich, dass ein Puzzleteil fehlt. Ein Puzzleteil von 9 Milliarden Dollar. 9 Milliarden, die aus dem Erdölverkauf stammen und eigentlich den Irakern gehören. Wir erinnern uns, 2003 hatte die Koalition der Willigen den Irak besetzt und Saddam Hussein gestürzt. Rasch wird ein Organismus geschaffen, der das besetzte Land verwalten soll. Die Übergangsregierung der Koalition im Irak oder auch Coalition Provisional Authority, kurz CPA, mit dem US-Diplomaten Paul Bremer an der Spitze. Das Öl-für-Lebensmittel-Programm läuft aus, aber es steht noch ein Guthaben auf dem Sperrkonto des Irak bei der BNP Paribas. Über 9 Milliarden Dollar, die auf Anweisung der USA und mit dem Einverständnis der UNO an die Federal Reserve, die US-Notenbank, überwiesen werden. Was ist aus diesen 9 Milliarden geworden? Jim Steele, der für das Magazin Vanity Fair oft brisante Themen anpackt, erzählt mir von seinen Recherchen. Es gab insgesamt 21 Lieferungen, mit denen über einen Zeitraum von 13 Monaten 12 Milliarden transportiert wurden, in unauffälligen Sattelschleppern. Die Türen waren verschlossen und versiegelt. Die LKW verließen das Lager der Federal Reserve und fuhren auf die Autobahn nach New Jersey, eine der belebtesten Autobahnen der USA, voller LKW, Busse und Autos. Nach 4 Stunden erreichten sie Washington DC und fuhren dort zur Air Force Base Andrews. Dort wurden die Siegel aufgebrochen, die Türen geöffnet und das Bargeld von Beamten des Finanzministeriums nachgezählt. Dann packten sie es wieder ein, es wurde in Folie eingeschweißt, an Bord eines Flugzeugs des Typ C-130 verladen und über Nacht nach Bagdad geflogen. Schätzungen zufolge sind 9 von den 12 Milliarden Dollar Bargeld, die in diesen 13 Monaten transportiert wurden, spurlos verschwunden. Wissen Sie, zu Anfang hatte man den Eindruck, die Übergangsverwaltung der Koalition würde alles aus eigener Tasche bezahlen. Sei es der Wiederaufbau der Ölanlagen oder die Gehälter der Beschäftigten. Alle dachten das. Aber dann fand ich heraus, dass das zumeist nicht stimmte. Es war unser Geld. Aber sie hatten Zugriff darauf. Und sie konnten es so ausgeben, wie sie es für richtig hielten. Aber wie konnte eine solche Summe einfach verschwinden?
Ich erinnere mich, dass der amerikanische Kongress diese Frage Paul Bremer stellte, dem Zivilverwalter des CPA, der für die Vorgänge vor Ort verantwortlich war. The numbers are so large that it doesn't seem possible that they're true. Who in their right mind would send 360 tons of cash into a war zone? But that's exactly what our government did. Ideally, we would have liked to put those records straight before paying the salaries and pensions. But as often in Iraq, the ideal collided with the harsh realities on the ground. We simply could not delay paying salaries and pensions. Delay would have been demoralizing and unfair to the millions of Iraqi families, and it might well have exacerbated danger to the American soldiers on the ground. Ein Teil des Bargelds soll also für die Gehälter der irakischen Beamten ausgegeben worden sein. Frank Willis hat die Ära Paul Bremer miterlebt. Er war dessen rechte Hand und fungierte seinerzeit als Berater des irakischen Transportministeriums. Oder soll ich sagen, er war der damalige Transportminister. There was American money. Da lag überall amerikanisches Geld. Viele druckfrische 100-Dollar-Noten herum. Das war wie im Wilden Westen. Wir schickten einen Kommandanten der Air Force in den Keller des Palastgebäudes, welches uns als Hauptquartier diente. Er holte das Geld dort säckeweise. Dann stieg er in sein Auto. Er wollte möglichst unauffällig bleiben. Deshalb benutzte er keinen Wagen der US-Army, sondern einen kleinen irakischen Pickup und fuhr herum, um das Geld zu verteilen, die Säcke mit Bargeld. So war das am Anfang, denn es gab ja kein Banksystem. Was meinen Sie, das, was die CPA tat und das Geld, das sie erhielt, war das in Ordnung? Naja, daran habe ich ernsthafte Zweifel. Ich war eigentlich hauptsächlich für den Luftverkehr zuständig, insbesondere für den Betrieb des internationalen Flughafens von Bagdad. Die Firma, die die Ausschreibung für den Schutz des Zivilbetriebs auf dem Flughafen gewann, hatte seit ihrem Bestehen nie auf diesem Sektor gearbeitet. Beziehungsweise war diese spezielle Firma, sie hieß Custer Barrels, erst aufgebaut worden, nachdem sie den Auftrag für den Zivilschutz bekommen hatte. Die Bedingungen und Umstände, unter welchen der Vertrag zustande kam, stinkten zum Himmel. Die Firma wurde von zwei jungen Typen geführt, von denen einer vorher irgendwie für den CIA tätig war. Einer hieß Custer, der andere Battles. Sie rissen sich einfach irgendwelche Sachen unter den Nagel, die auf dem Flughafen von Bagdad herumstanden und den Irakern gehörten. Zum Beispiel Gabelstapler. Die schnappten sie sich, lackierten sie neu und stellten der CPA den Neupreis für Gabelstapler in Rechnung, obwohl sie sie von den Irakern gestohlen hatten. Unser Kommandant ging mit der Schubkarre nach unten in den Tresorraum im Keller, lud $2 Millionen auf und brachte sie hoch. Ich war in unserem Büro und rief Custer und Battles an, sie sollten vorbeikommen. Ich schlug ihnen noch vor, einen großen Sack mitzubringen für die 2 Millionen. Dieses Bild habe ich noch deutlich vor Augen. Die $2 Millionen wurden in Plastikfolie eingewickelt übergeben, in Päckchen von je $100.000. Wir nannten sie Backsteine und spielten ein bisschen Football damit, bevor Custer und Battle mit ihrem Pickup eintrafen. Das war alles Bargeld. Ich hatte vorher noch nie $2 Millionen in Bar gesehen. Wie ist das damit, Football zu spielen? Es war aufregend. Deswegen spielten Sie damit, weil es aufregend war? Wir saßen da und dachten, oh Mann, würde das irgendwo auffallen, wenn ich einen dieser Backsteine einstecke und damit aus dem Büro gehe? Glauben Sie, dass die Versuchung für manche zu groß war? Einige Leute konnten der Versuchung dieses Bargelds nicht widerstehen, haben sich etwas davon geschnappt und sind damit auf und davon. Es gab Ermittlungen bezüglich dieses Betrugs. Darüber existieren Unterlagen. Das amerikanische Gericht entschied, schuldig wegen Betrugs an Steuerzahlern und Regierung der USA. Custer und Battle haben Einspruch erhoben und das interessante Argument vorgebracht, die CPA sei nicht die US-Regierung.
Der zweite Richter hat zugunsten ihrer Firma entschieden. Nicht, weil sie den Betrug nicht begangen hätten, sondern weil die CPA tatsächlich keine legale Person und damit nicht rechtsfähig war. Das bedeutet, diese Struktur, die eigentlich als eine Außenstelle der US-Regierung in Bagdad galt, war im Grunde nur eine Fata Morgana. Und das Sahnehäubchen? Paul Bremer, der Zivilverwalter der CPA, hat es fertiggebracht, dass Washington und Bagdad eine Art Freibrief unterzeichnen. Damit sind er, seine Mitarbeiter und Geschäftspartner der CPA von jeglicher Strafverfolgung ausgenommen, was irgendwelche Vorkommnisse während der Zeit seines Mandats betrifft. Sie gaben einen Erlass heraus, der besagte, dass alle, die mit der Übergangsverwaltung Geschäfte machten, alle Vertragspartner der CPA, nicht zur Verantwortung zu ziehen wären. Während der ganzen Irak-Geschichte ist das einzigartig. Das war eindeutig ungesetzlich, lag außerhalb jeglicher Legalität. Aber am Anfang konnte sich auch keiner vorstellen, dass wir in diesem ersten Jahr nach dem Krieg unsere Hauptenergie darauf verwenden würden, solchen Typen unser Geld in den Rachen zu werfen, anstatt uns um die Leute zu kümmern, denen wir eigentlich helfen sollten. Ich kann es mir einfach nicht verkneifen, Ihnen diese Archivbilder zu zeigen. Ist das nicht rührend? Paul Bremer wettert vor der irakischen Presse gegen die Korruption während des Öl für Lebensmittelhilfsprogramms. Almost a year after liberation, we are just beginning to understand the outline of the theft and corruption which was behind the Oil for Food program. Never again should the Iraqi people's wealth be squandered on palaces and Ferraris. Never again should such corruption be allowed to take root. Ladies and gentlemen, the theft of government property is a particularly odious crime because government property is really the people's property. Und was steht in Volkers Bericht über das Verschwinden der 9 Milliarden Dollar, die, Sie erinnern sich, von dem Sperrkonto aus dem Öl für Lebensmittelprogramm stammen? Wissen Sie sicher, dass 9 Milliarden Dollar verschwunden sind? Ich weiß, dass es alle möglichen Gerüchte und Anschuldigungen gibt. Und es gibt offensichtlich Unstimmigkeiten, was die Verwaltung des irakischen Geldes angeht, das der CPA zur Verfügung stand. Ich glaube tatsächlich, dass das amerikanische Bargeld, das die CPA hatte, aber das gehört nicht zu unseren Ermittlungen. Gut. Zählen wir nun die verschiedenen fehlgeleiteten Beträge zusammen. 9 Milliarden spurlos verschwunden, plus 20 Milliarden für die UNCC, plus 229 Millionen Kickbacks beim Ölverkauf, plus 1,5 Milliarden Schmiergeld für Hilfsgüter, plus 36 Millionen für Volkers Bericht. Gesamtverlust für die irakische Bevölkerung über 31 Milliarden Dollar. Auf meinen Reisen durch den Nahen Osten habe ich immer wieder ein arabisches Wort gehört, das Fassade bedeutet. Und wissen Sie, was mit Fassade gemeint war? Ganz einfach. Korruption. Wenn ich mir das UNO-Gebäude so anschaue, komme ich nicht umhin festzustellen, dass es tatsächlich als Fassade diente, hinter der sich eine perfekt organisierte Korruption verbarg. Organisiert von wem? Von sämtlichen Mitgliedern dieser Institution. Und das bedeutet, von den rund 192 Nationen unserer Erde. Anders ausgedrückt, von uns allen. In gewisser Weise muss die UNO manchmal als Sündenbock für Fehler der Mitgliedstaaten herhalten. Damit meine ich die Nationen im Weltsicherheitsrat, die dieses Programm ausgearbeitet haben. Diese Nationen haben die Regeln bestimmt. Diese Nationen waren damit einverstanden, dass sich Saddam Hussein aussuchen darf, an welche Länder er sein Öl verkauft und von welchen Ländern er die Hilfsgüter bezieht. Und welche Banken nimmt. Ganz genau. Das bedeutet, alle späteren Probleme waren im Keim schon vorhanden, als der Weltsicherheitsrat das Programm verabschiedete. Und es waren dieselben 15 Mitglieder des Weltsicherheitsrats, die es kontrollierten und entschieden, welche Lieferverträge akzeptiert und welche blockiert werden. Doch im Endeffekt ist es die UNO und ihr damaliger Generalsekretär Kofi Annan, die als Sündenbock herhalten müssen. Dabei hatten sämtliche Staaten einen wichtigen Teil der Verantwortung, aber sie haben ihn nicht übernommen. In front of my little hotel was a little beggar boy. Vor meinem Hotel sah ich oft einen Jungen, der bettelte. Ich hatte ihn mehr oder weniger adoptiert. Dann kam der Tag meiner Abreise aus Bagdad. Ich war 50 Meter gefahren und musste rechts abbiegen. Und da sah ich den kleinen Jungen.
Ich hielt an und stieg aus. Er kam zu mir, dann schlug er plötzlich die Hände vors Gesicht und begann zu weinen. Und ich weinte auch. Denn dieser Junge symbolisierte für mich all das, was die UNO in diesem tragischen Fall vermurkst hatte und was vermeidbar gewesen wäre. Ich frage mich oft, was aus ihm geworden ist. Ich hoffe, es geht ihm gut. Keiner redet mehr von Demokratie und Menschenrechten. Jetzt ist nur noch die Rede von, wie kann die Situation stabilisiert werden? Können die Iraker einen Konsens finden, was die Regierungsform betrifft? Ist es möglich, eine dynamische politische Kraft zu schaffen? Wird der Irak leben?